Die Bäckerei und Konditorei Klaus wird eine neue, hochmoderne Produktionsstätte in Neu-Sornewitz errichten. Das Coswiger Unternehmen des backenden Handwerks betreibt zurzeit 7 Filialen. Das Verkaufsgebiet erstreckt sich dabei von Coswig über Radebeul bis nach Dresden. Die Flächen im Gewerbegebiet ehemalige EWS werden seit 6 Jahren öffentlich zum Verkauf angeboten. Der Bodenwert beträgt nach Bewertung der Wirtschaftsförderung 20 Euro der Quadratmeter. Inzwischen wird hier durch die Bäckerei Klaus gut sichtbar gebaut. Weshalb es notwendig geworden ist, hier überhaupt noch einmal zu investieren, hat handfeste Gründe. Prinzipiell ist es so, dass es einen Generationswechsel gibt und dass der Gedanke eben vorgetragen wurde von meinem Sohn und von der Schwiegertochter, dass wir doch in der Zukunft nicht mehr mit dem Objekt zurechtkommen, wo wir jetzt in der alten Bäckerei drin sind, dass das von der Größe her nicht mehr passt. Auf dem neuen Grundstück in Neu-Sornewitz soll die Backwarenproduktion sowie eine Verkaufseinrichtung mit einem Drive-In errichtet werden. Das Unternehmen mit aktuell 50 Beschäftigten sichert damit seinen Standort in Coswig. Erste Gedanken, ein neues Objekt bauen zu wollen, sind bereits 2016 entstanden. Seither weiß auch der Juniorchef natürlich, dass er hier mit einer großen Menge an Geld sehr sorgsam umgehen muss. Also man weiß, welche Risiken so ein Bauvorhaben natürlich mit sich bringt, und ich weiß es auch natürlich in der Zukunft, dass das nicht innerhalb von 5 oder 10 Jahren abgehakt ist, aber mein Vater hat es auch geschafft. Ja, er hat auch von null angefangen, hat seine Bäckerei gegründet, ohne vorher vom Opa oder wie auch immer die Bäckerei zu übernehmen, von null angefangen, und hat das mit Schaffenskraft natürlich bewältigt bis zum heutigen Zeitpunkt. Und in seine Fußstapfen will ich natürlich treten, das ist immer noch mein großes Vorbild, und natürlich will ich das auch so weiterführen. Volle Unterstützung hat die Bäckereifamilie Klaus von Seiten des Coswiger Rathauses bekommen. Auch mit der Kreissparkasse Meißen ist man gut zurechtgekommen. Nicht zuletzt ist die Realisierung eines solchen Projektes ohne einen Architekten undenkbar. Erst nach und nach hat sich herauskristallisiert, was genau entstehen wird. Wir haben gemeinsam mit der Familie Klaus hier das Projekt entwickelt, dass das Geschäft in Zukunft für die Familie Klaus besser funktioniert noch, als es jetzt eh schon funktioniert. Und hier wird entstehen eine große Backstube mit über 800 Quadratmeter Produktionsfläche, wo also über die Teigbereitung, das Backen, auch das Ausliefern, der gesamte Prozess abgebildet ist. Dazu gibt es einen großen Kaffeebereich von ungefähr 400 Quadratmeter Größe, wo die Kundschaft am Tresen natürlich ihr Gebäck und ihre Brötchen kaufen kann. Aber es gibt eben den Kaffeebereich, wo man auch sitzen kann, wo man Kaffee trinken kann, wo man einen Raum mieten kann und einfach hier eben vom Mittag bis zum Nachmittag zum Frühstück gut versorgt ist. Dazu gehören natürlich dann alle möglichen Funktionen noch. Es gibt einen kleinen Bereich der Verwaltung. Wir brauchen vernünftige Sozialbereiche für die Mitarbeiter und alles, was für so ein kleines Unternehmen dann erforderlich ist. In der Summe werden das etwa 1600 Quadratmeter sein, die entstehen. Und wie gesagt, die Backstube etwa 800 Quadratmeter und die anderen Funktionen dann auch nochmal etwa die Fläche. Das Gelände der ehemaligen EWS stellt für den Bauherren keine ungewöhnliche Herausforderung dar, denn die Stadt Coswig hat hier umfangreiche Maßnahmen getroffen, sodass das Projekt komfortabel realisiert werden kann. Naturgemäß ist solch ein Bau stets witterungsabhängig, doch von einem Bauverzug muss man heute noch nicht ausgehen. Bereits im Februar 2019 soll das Richtfest gefeiert werden. Ab dem Frühjahr muss sich der Bauherr über das Wetter dann wohl keine Gedanken mehr machen. Am Bau beteiligt sind ausschließlich regionale Firmen. Planmäßig im Sommer 2019 sollen hier in der eigenen Bäckerei die ersten Brote, Brötchen und Kuchen über die Ladentheke gehen. Dann wird wohl eine der modernsten Bäckereien der Umgebung seine Arbeit aufgenommen haben.